Ja, herzlich willkommen aus einem immer grüner werdenden Märchenwald zu Tag. Ich meine, es müsste 16 sein. Und ja, so, Moment. Drehen wir mal die Kamera um. Jo, also bin gestern 28 Kilometer, müsste das glaube ich gewesen sein, noch gelaufen. Und ein richtig toller Campground gewesen. Oh, guck mal, die Blümchen hier an. Es blüht. Ja, und an diesem kleinen Plätzchen, wo man gut campen konnte, habe ich dann Cash getroffen. Cash kommt aus Kanada, aus Kamloops. Und ja, ich habe dann halt wieder mal Cowboy Camping gemacht. Das hört meine Frau jetzt bestimmt nicht so gerne. Wegen den Schlangen oder Skorpionen, wobei Skorpione glaube ich, dass es den hier nicht mehr gibt, aber Schlangen, ja. Aber die sind ja meines Wissens tagaktiv, wenn es warm ist. Und nachts, da können die sich eh nicht bewegen, weil sie so steif gefroren sind. Übrigens gefroren, gefroren hat es nicht, aber ist schon sehr kalt eigentlich, gefühlt, als ich heute Morgen losgelaufen bin. Boah, ich muss erstmal die Kamera umhalten. Und jetzt geht's weiter. Freue ich mich schon drauf. Ein Highlight heute wird wahrscheinlich werden das River Crossing. Ich denke mal so nach so 18 Kilometer noch. Und dann reichen wir den Fluss Gila. Und dann geht's los mit dem River Crossing. Juhu! Uiuiui. Oh. Gerade ging es erstmal für, ich glaube, eine halbe Stunde nur bergauf. Oh, ich bin jetzt, glaube ich, so auf 2-3 oder so ungefähr. Und jetzt laufe ich hier durch diesen schönen Kiefernwald. Und man sieht teilweise, dass die Bäume oder dass hier schon mal ein Waldbrand war, weil die Rinde teilweise sehr kohlig ist. Das habe ich tatsächlich auf La Palma schon gesehen. Ich bin mir nicht genau sicher, wie es funktioniert, ob der Baum so harzt, dass ihm das Feuer nichts anhaben kann und dann wächst er einfach weiter. Und aus den abgestorbenen Bäumen, beziehungsweise die verbrennen, zu Boden fallen, durch diesen Kohlenstoff halt, gibt es natürlich wieder einen super Nährboden. Ne? Und man sieht auch teilweise schön, wie das aussieht, wie so ein Alligator, diese Haut, die Rinde von dem Baum. Das ist echt teilweise manchmal so richtig faszinierend und richtig schöne, große, hohe Kiefern. Richtig, das duftet so toll, ne? Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Richtig schön. Jo, weiter geht's. Also, meine Unterhose, die nervt, ne? Ständig hängt die im Schritt. Entweder ist sie durchgenudelt oder ich habe nicht mehr so einen dicken Arsch. Nein, es kann sein, dass meine Leggings, die immer mit so ein bisschen dahin zieht, wenn ich die hochziehe. Oh Mann. So, heute trage ich mal die Haare offen. Geil. Yippie-yay, Schweinebacke. Weiter geht's. Ich glaube, das sieht man hier relativ häufig, damit einfach, glaube ich, die Rinder einfach nicht so darüber gehen. Ja. Selbst für mich ist es komisch. Okay, weiter. So. Jetzt ging es die ganze Zeit wieder berg runter. Die ganze Zeit. Und es geht noch weiter runter. Denn, ich glaube, bald erreichen wir den Gila. Auf
jeden Fall schon mal ein gewaltiges Bergmassiv hier. Warum? Aber da brauchst du gar nicht drüber, sondern wir müssen runter. Es geht noch richtig weit runter. Immer noch. Ich habe Hunger, 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 habe Hunger, 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 habe Hunger, 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 habe Durst. So in etwa. Geht nur nach unten. Aber das ist schon ein wahnsinniger Ausblick. Das ist echt heftig. Schon richtig cool. Oh, Alter. Ich habe den Gila River erreicht. Ist das geil? Jetzt gönne ich mir erstmal eine schöne Pause. Oh, ich habe so Hunger. So, jetzt habe ich mir nochmal die Füße schön eingecremt. Meine USA-Söckchen drüber. Meine Leggings aus. Und jetzt geht's gleich River Crossing. Soll ich euch was sagen? Ich habe unterm Fuß habe ich mehrere Bläschen, so kleine Blasen. Eine ist aufgegangen, aber die sind gar nicht so schlimm. Und die aufgegangen ist, wollte ich oder habe ich gerade desinfiziert. Alter, das hat so gebrannt. Oh! Aber jetzt gleich kühlen wir erstmal die Füßchen ab. Bitte folgen Sie dieser Filmkulisse und durchqueren Sie den Gila. Ist schon fit hier. Mal gucken. Oh oh. Super schön. Super nass. Aber gut, ist cool. Und das ist so schön. Schaut mal hier. Richtig gut. Ist schon ziemlich gigantisch. Könnt ihr auch sagen, it's so gorgeous. Das weiß nur meine Frau, wer das immer gesagt hat. Wahnsinn. Unfassbar. Unfassbar schön, ey. Das ist unfassbar. So, jetzt müssen wir uns mal erstmal was zu essen machen. Was gibt's denn Leckeres? Oh, toll. Instant-Nudeln mit Beef-Geschmack. Und wo ist das Beef? Das da. Dieses
dieses Gewürz hier, das man drüber kippt, das ist das Beef-Geschmack. Mmh. Ja, muss noch ein bisschen. So, wir sind heute schon bei knapp 30 Kilometer und es ist irgendwie 15 Uhr oder so. Ist eigentlich schon ganz gut, deshalb ziehe ich jetzt mal hier mein Mittag- oder Abendessen mal vor, weil ich so Kohldampf habe. Ich mache vielleicht noch ein paar Kilometer heute. Ich lasse es mir jetzt erstmal schmecken. Sorry für diese ganzen Landschaftsbilder, aber schaut euch das mal an. Wird noch besser. Das sieht aus wie aus irgendeinem Westernfilm. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Also ich habe echt New Mexico deutlich unterschätzt. Das ist echt super. Da komme ich so schlecht her. Leute, das ist so krass. Das ist wirklich so krass. Also, das ist so wunderschön. Und ich laufe jetzt schon seit, weiß ich nicht, 15 Kilometern hier in nassen Schuhen rum. Durch Sand, durch Matsch, durch Wasser wieder, über Felsen. So geht das die ganze Zeit. Ich weiß gar nicht, was wir vom Tacho haben. 35 oder so? Heute habe ich hier richtig Bock. Es ist auch eine super Location dafür, ne? Also wirklich. Richtig cool. Richtig cool. Ah. Ja, an der Stelle einfach mal ein paar liebe Grüße nach Hause. Sowohl an meine Familie, meine Frau, meine Arbeitskollegen, mein Chef, die Herrenrunde, derjenige, der nicht mehr in der Herrenrunde ist, an den Theo, an die ganze Lüna, Sportabteilung, an alle. Ich habe bestimmt jetzt total viele vergessen, sorry, aber ich wollte es einfach mal spontan loswerden. Hab euch irgendwie lieb und natürlich auch an die Leute, die mich gar nicht kennen, die mich quasi nur bei YouTube jetzt hier gefunden haben. Die auch schön kommentieren oder so. Finde ich echt nett von euch. Geil. Also wenn ihr irgendwie mal ein paar Fragen habt, dann schießt da ruhig in die Runde rein. Allerdings kann ich halt nicht jeden Tag ein Video online stellen, weil hier ist überhaupt kein Empfang. Deshalb kann ich es nur online stellen und beantworten, wenn ich Empfang habe. Jo. Alles klar.
Fahren wir noch ein paar Kilometer, wa? Sieht das nicht einfach toll aus? Könnte ich mir auch ein gutes Nachtlager vorstellen. Schauen wir mal, wohin es mich zieht. So, und jetzt habe ich so gut wie meinen Marathon für heute gemacht. Schön. Dann sind wir gleich da bei der Campingstelle.